Und nun kommen wir zu einem der Höhepunkte, zu der schwersten Klasse, zu den 500 Kubikzentimeter, zu der Königsklasse, zu den Stars. Auch hier vorneweg zunächst einmal die fünf Fahrer der ersten Startreihe. Die Klasse bis 500 Kubik sei eigentlich ein Duell Spencer gegen Lawson. So sagen die Experten, der Rest fährt um Platz 3. Das drückt sich auch etwa hier im Weltmeisterschaftsstand aus. Lawson und Spencer, beide 27 Punkte. Danach jetzt schon nach zwei Rennen der Rest mit einigem Abstand. Das Duell steht 1:1. Lawson gewann in Kyalami den Auftakt-Grand Prix und Spencer war vor 14 Tagen in Spanien erfolgreich. Spencer natürlich hier mit dem 250er-Rennen in den Knochen, wie sehr es ihn belastet hat. Hier ist er im Bild. Das wird sich zeigen müssen. Aber es kann natürlich auch sein, dass diese Voraussage Spencer gegen Lawson durch die Wetterumstände, durch den nassen Belag durcheinander geworfen wird, dass es möglich ist, dass auch andere Fahrer plötzlich im Kampf um die Spitze mit eingreifen können. Auch hier wieder 40 Fahrer am Start. Der Unterschied insgesamt riesengroß. Bei den 250ern beispielsweise von Platz 1 zu Platz 40 nur etwa 5,5 Sekunden Unterschied. Hier sind es über 14 Sekunden von den Leuten in der hintersten zu diesen Leuten in der ersten Startreihe. Eddie Lawson war das, der Weltmeister 1984. Man sagt, einer der meist unterschätzten Leute. Raymond Roche ist das, der Teamkollege von Eddie Lawson, Franzose. Überraschend für viele bekam er dieses Jahr eine Werks-Yamaha. Sie sehen, wieder zugeklebt die Nasenflügel, um freie Sicht zu haben. Zwischendurch müssen die Piloten wahrscheinlich aber immer wieder mal mit den Handschuhen übers Visier wischen. Die Startaufstellung. An den Witterungsbedingungen hat sich nicht sonderlich viel geändert. Christian Sarron, der Weltmeister der 250er-Klasse im vergangenen Jahr, der Mann, der vor Manfred Herwe ins WM-Ziel kam, wenn man so will, der Manfred Herwe in Silverstone im letzten Jahr dadurch schlagen konnte, dass Herwe ungefähr 200 Meter vor dem Ziel in Führung liegend stürzte. Und dann ganz außen Ron Haslam auf einer Honda wie Spencer, aber wahrscheinlich hat auch Spencer hier das bessere Material. Ron Haslam, Brite, da hinten mit der Nummer 2. Randy Mamola, der dritte Amerikaner, der Schräglagenkönig, wie man ihn nennt, mit 34. Manfred Fischer, einer der wenigen Deutschen, die im Feld sind, aber kaum einer von ihnen wird eine Chance haben, vorne mit reinzufahren. Fischer auf Rang 22, neben ihm war Klaus Klein auf dem 23. Startplatz. Achtung für den Start. Rechts außen Spencer, Lawson neben ihm.
Meisterstart für Haslam. Aber auch Spencer gut gestartet. Und der erste Sturz. Achtung. Aber nichts passiert. Wer ist das? Baldwin müsste das sein. Michael Baldwin ist das. Der Mann, der an der 11. Startposition ins Rennen ging. Haslam vorn, Spencer zweiter und dahinter Mermola. Mit der 9, das ist Didier Deradigue, sein Belgier. Und Sie sehen, welche Schwierigkeiten die Fahrer haben hier in den Schikanen, wo es etwas nass ist. Die 500er ist noch schwerer zu beherrschen bei diesen Witterungsbedingungen, Manfred. Ja, man sieht hier, das Feld ist auch noch ganz dicht geschlossen. Die Leute sind natürlich extrem vorsichtig. So ein Motor leistet über 130 PS und wenn man da am Gas dreht, dann geht also so ein Motorrad schon kräftig vorwärts, sodass man in den ersten Runden, speziell bei diesen Witterungsverhältnissen, ganz vorsichtig sein muss. Spencer immer noch vorn. Hat Haslam überholt. Haslam ebenfalls auf einer Honda. Es sind ja eigentlich 6 Werkspiloten von Honda im Rennen dabei, aber Spencer nimmt auch hier wieder eine Ausnahmestellung ein, hat anderes Material als die anderen. Sehr stark Deradigue an der 3. Position, der gestern im Training noch einen heftigen Sturz hatte beim letzten Training. Der Weltmeister an 6. Position. Die beiden Yamahas von Blancel und Roche also nicht optimal gestartet. Und Spencer legt schon ein höllisches Tempo am Anfang vor. Das ist eine seiner herausragenden Eigenschaften, dass er aus dem Stand schnell fahren kann, während andere Fahrer noch etwas Zeit brauchen, um sich warm zu fahren, um sich an die Piste, an die Reifen, an die Umstände des Rennens zu gewöhnen. Er hat mit Sicherheit natürlich jetzt auch den Vorteil gehabt, dass er im 250er-Rennen eben auch schon im Regen gefahren ist und hat bestimmt eine größere Fahrsicherheit dadurch. Was sonst eine zusätzliche Belastung ist, könnte in dem Fall sich als Vorteil auswirken. Schwierigkeiten für viele Fahrer hier durch die Wasserpfützen. Es regnet nicht stark, liebe Zuschauer, aber es ist ständig ein Tröpfeln draußen und die Piste trocknet einfach nicht ab. Die Ostkurve sah eben gefährlich aus. Der Freddy einen leichten Rutscher gehabt in der Ostkurve. Wie fängt man das auf? Tja, es ist sehr schwer zu stabilisieren in einer schnellen Kurve. Man muss durch Gewichtsverlagerung und durch ganz wenig Lenkbewegung die Geschichte wieder auffangen. Da ist die Ostkurve nochmal, hier hat man es gesehen. Etwas aufgerichtet, das Knie etwas von der Fahrbahn genommen. Es hat wahrscheinlich ausgereicht, in dem Moment etwas das Gas wegzunehmen. Einfahrt ins Motodrom. Haslam, Deradigue, Mermola und da ist Lawson mit der 1. Bereits jetzt an 5. Stelle. Mermola greift an. Schafft es nicht. Es ist schwer zu überholen, besonders bei diesen Witterungsbedingungen in so einer engen Kurve wie der Sachskurve. Ein bisschen was ist davon zu sehen, von der spektakulären Fahrweise von Randy Mermola. Achten Sie mal ein bisschen auf ihn. Der Fahrer
mit der Nummer 2. Dreimal Vize-Weltmeister war er schon, hat es bisher noch nie geschafft. Lawson im Windschatten dahinter an fünfter Position dieser Dreierpool. Freddy Spencer, so scheint es, enteilt schon etwas vorne. Hier der Kampf um den dritten Platz. Viradiges, Mämola und Eddie Lawson. Über Lawson sagte ich, er sei etwas der meist unterschätzte Weltmeister der letzten Jahre gewesen. Denn sehr harter Kampf. Außen geht er vorbei in der Ostkurve. Da sagt noch jemand, die Amerikaner könnten nicht bei Regen fahren, Manfred. Ja, stark, oder? Das war stark, ja. Es hat erst so ausgesehen, als wollte der Randy ihn überholen, aber Eddie Lawson hat also einen wunderbaren Strich außen entlang gezogen und hat den Randy jetzt mitgenommen, vorbei an dem DT de Radiges. De Radiges auf 100 Meter vom dritten auf den fünften Platz zurückgefallen. Freddy Spencer. Klaus Klein, der momentan am besten liegende deutsche Pilot, auch hier ein kleiner Schlenker von Spencer. Man muss sehr vorsichtig, sehr behutsam fahren. Klaus Klein also im Moment auf der 20. Position. Der Abstand hier auf der Geraden zu erkennen. Eddie Lawson muss Dampf machen, wenn er da noch rankommen will. Ich habe so ein bisschen geheim auf Christian Saran gehofft, der ein sehr guter Regenfahrer ist. Aber liegt scheinbar im Moment noch auf 8. Position, hat einen schlechten Start gehabt. Ich glaube, er müsste schon weiter vorne sein. Lawson, Mämola, der wahrscheinlich auch bald nicht mehr den Windschatten von Lawson halten kann. Im Windschatten von Didier Deradic hier Christian Saran. Da kommt Christian Saran. Sechster im Moment. Die Lawson gewann im letzten Jahr 4 Weltmeisterschaftsläufe. Spencer gewann 5. Und wurde einmal Zweiter. Das heißt, Spencer war in 6 Rennen 5-mal Sieger und belegte einen zweiten Platz. Oh, Riesenschwierigkeiten für Ron Haslam hier. Das ist immer wieder Ausgang dieser Schikane, eine sehr gefährliche Stelle. Das war Saran hier mit der Nummer 6, ist dann Radiges schon vorbei. Ron Haslam scheint keine Schwierigkeiten zu haben, allein ohne Windschatten den Platz zwischen dem Freddy und dem Eddie Lawson zu halten. Ganz stark kommt Christian Saran hier mit der Nummer 6 auf. Geht ran an Mämola. Hier hat es noch nicht ganz gereicht. Sehr schön, die beiden miteinander fahren zu sehen, denn sie verkörpern auch so in etwa die beiden Extreme des Fahrstils momentan. Saran wird seinem Ruf als sehr starker Regenfahrer gerecht und ist bereits auf die 4. Position nach vorne gerückt. Er wird demnächst wahrscheinlich auch Lawson angreifen.
Hier können Sie den Fahrstil, den Unterschied im Fahrstil sehr schön sehen. Memola, der fast neben dem Tank hängt, und Saran fast im klassischen Stil, bleibt auf der Sitzbank, fast mit Knieschluss. Saran innen vorbei, auf die vierte Position. Eine so saubere, gleichmäßige Linie, wie der Christian Saran fährt, kommt einem natürlich beim Regen immer zugute. Der Radiges hier weiter zurückgefallen auf Rang 6 in der Zwischenzeit. Mermola schaut sich um, er hofft ja, dass der Kampf zwischen Lawson und Spencer sehr heftig wird. Dann hätte er, so meint er, wenigstens die Chance, gleiches Material wie Spencer zu bekommen, um eventuell dem Yamaha-Fahrer Punkte abknöpfen zu können, um Teamarbeit für Freddy Spencer machen zu können. Spencer vorn. Riesenvorsprung in der Zwischenzeit. Gut 400-500 Meter. Ron Haslam in der Mitte zwischen Saran und Lawson. Saran in der Zwischenzeit Dritter. Ich kann das über den Bildschirm hinaus sehen. Hier haben wir es auch im Bild. Saran Dritter und Lawson Vierter. Gewann Saran hier schon mal in Hockenheim ein Regenrennen, damals in der 250 Kubikzentimeter Klasse. Auch er fühlt sich hier in Hockenheim ausgesprochen wohl. Das liegt natürlich auch an den Erfolgen, die man irgendwann mal auf einer Rennstrecke gehabt hat. 78 gewann er hier ein 750 Kubikzentimeter Rennen. Auch daran mögen Sie erkennen, wie vielseitig dieser Fahrer ist, dieser Christian Saran. Manfred, Sie kennen ihn ziemlich genau aus den letztjährigen Rennen um die Weltmeisterschaft. Oh. Unheimliche Schwierigkeiten immer wieder für Ron Haslam. Zwei Worte zu Christian Saran aus Ihrer Sicht. Ja, der Christian ist, sein Hauptmerkmal ist eigentlich das, dass er permanent gut fährt. Er fährt eigentlich immer gleichmäßig, hat einen sehr sauberen Fahrstil, geht kein überhöhtes Risiko ein und dadurch zeichnet er sich also aus. Hier nochmal das Quergehen der Maschine der Honda von Ron Haslam in der Zeitlupenwiederholung. Das ist also auf der Geraden gewesen und die Maschine praktisch weggegangen ist vor der Ostkurve. Man hat zwar eine leichte Schräglage an der Stelle, aber das ist eine Sache, die eben durch das Wasser und durch die Leistung, die die Maschine auf den Boden bringen muss, bedingt ist. Hier gut zu erkennen, der Abstand in der Zwischenzeit. Freddy Spencer, Ron Haslam der Zweite, Christian Saran und im Schlepptau bringt er Eddie Lawson mit. Saran wird natürlich durch diese Aktion, durch diese Aufholjagd zum Publikumsliebling hier im Motodrom. Haben Sie Hoffnung, dass er aufschließen kann, vielleicht zu Haslam? Ich glaube schon, so wie es im Moment aussieht. Der Christian war also auch in der 250er-Klasse immer mit einer der Leute, die im Regen wahnsinnige Zeiten vorgelegt haben. Und da er dieses Jahr sehr gut mit dieser 500er zurechtkommt. Sammeln geschwind, das Wischen über das Visier. Eddie Lawson. Im letzten Jahr in jedem Rennen im Ziel kein einziger Ausfall, nie gestürzt, immer gepunktet und das hat den Weltmeistertitel ausgemacht. Und geringschätzig haben natürlich manche Kollegen gemeint, naja, das ist halt so die Eichhörnchen-Manier, immer Punkte sammeln und so weiter. Aber er hat in dieser Saison schon gezeigt,
dass er mehr kann als nur Punkte sammeln. Beispielsweise in Südafrika beim ersten Grand Prix und auch vor 14 Tagen in Spanien. Da musste er allerdings vom Motorrad, deshalb, weil ihn Randy Mamola behindert hatte. Zum Schluss war er Zweiter, 14 Sekunden hinter Freddy Spencer. Manfred Fischer, 19. jetzt als bester Deutscher. Es fehlt natürlich einer, wenn Sie regelmäßig Motorradrennen verfolgen, die 500er-Klasse, der sich jahrelang geprägt hat. Das ist Barry Sheen aus England, mehrfacher Weltmeister. Eine der farbigsten Figuren im Motorradrennsport, lange Jahre gewesen. Er hat aufgehört, weil er eben nicht zu richtigem Material kam, weil er das Gefühl hat, es ist auch Zeit. Er fährt jetzt ein bisschen Autorennen, so zum Spaß. Aber er fehlt natürlich in dieser Klasse, wenn er auch in den letzten Jahren nicht mehr die Rolle gespielt hat, wie das einst einmal der Fall war. Es fehlt noch einer, natürlich der beste deutsche Halbliter-Klassefahrer Gustav Reiner, der in Spanien wieder einmal, muss man sagen, gestürzt ist und sich das Schlüsselbein brach. Er ist hier in Hockenheim als Zuschauer. Leicht hier herum, ebenso wie Manfred Herwe, leicht resignierend und enttäuscht, hier zuschauen zu müssen, nicht wahr? Manfred, es fällt schwer. Ja, es ist schlimm, wenn man das anschauen muss, dann kann ich selber fahren. Alle haben natürlich darauf gewartet, wann gibt es den ersten Doppelsieg von Freddy Spencer, 250 und 500er Klasse, auch hier in Hockenheim, wird es also nicht klappen. Aber für die 500er hat er ja alle Trümpfe in der Hand. Nach hinten abgeschirmt von diesem Mann, seinem Teamkollegen Ron Haslam. Aber Saron schließt auf. Saron, der Dritte, kommt, so meine ich, etwas dichter an Haslam, den Engländer, heran. 2 bis 3 Sekunden der Unterschied. Es wäre natürlich für Yamaha ganz wichtig, dass einer von ihren Fahrern vorfährt und so zumindest der Punkt für die Markenweltmeisterschaft geben. Sehr gut zu sehen hier bei Saron. Die Fahrweise, der Fahrstil, der klassische Stil. Bei weitem nicht so weit das Gesäß neben der Sitzbank wie hier beispielsweise Freddy Spencer. Man berührt mit dem Knie die Fahrbahn, nicht wahr, Alfred Herwe? Ja, auch im Regen berührt man mit dem Knie die Fahrbahn. Und muss das sein oder ist das nicht gefährlich? Es ist nicht gefährlich, nein. Man kriegt ein richtig sicheres Gefühl. Mir geht es jedenfalls so und allen anderen Fahrern wahrscheinlich auch. Erstens mal durch die Schwerpunktverlagerung nach der Kurveninnenseite kann man höhere Kurvengeschwindigkeiten fahren. Und dann ist es eben ein richtig gehend sicheres Gefühl. Man hat eben gesehen, ganz kurz vorher, dass der Freddy mit seinem Hinterrad auf den weißen Streifen an der Fahrbahnrand gekommen ist. Das ist jetzt beim Regen natürlich eine sehr gefährliche Angelegenheit. Und da müssten wir aufpassen. Saron ganz dicht an Haslam, jetzt schon dran. Ein überrundeter Fahrer. Spencer ist das. Vorne einsam und, wie es aussieht, ungefährdet. Aber der Kampf um die zweite Position zunächst könnte interessant werden. Haslam und Saron. Thank you.
anderer Fahrer, der jetzt von Eddie Lawson angegriffen werden wird, überholt wird. Wir sehen, Lawson hat den Kontakt zu Christian Sarro längst verloren. Eddie Spencer, der sich hier durch einen Pulk zurückliegender Fahrer kämpfen muss. Die Leistungsunterschiede schon recht groß in der Halbliterklasse. Jetzt beim Regen ist es natürlich auch ganz wichtig, dass die Motoren eine sehr gute Charakteristik haben. Man kann jetzt mit einem Motor, der ein extrem schmales Leistungsband hat, wie man ihn eigentlich hier für Hockenheim normalerweise verwendet, um auf den Geraden recht schnell zu sein, jetzt beim Regen natürlich sehr schlecht aussehen. Das heißt, die Werksteams werden natürlich schon Motoren genommen haben, das heißt, die Steuerzeiten der Motoren so eingestellt haben, dass die Motoren auch von unten raus ziemlich leistungsstark sind und einen weichen Übergang zeigen. Hessle. Spencer, der jetzt natürlich mächtig kämpfen muss, ständig mit viel langsameren Fahrern zu tun hat. Christian Sarro. So aus, als habe er Haslem bereits überholt. Jawohl. Christian Sarro in der Zwischenzeit auf den zweiten Platz vorgerückt. Das ist der erste Freddy Spencer. Der gut 6-7 Sekunden Vorsprung haben mag. Und das der zweite Christian Sarro. Der Franzose. Weltmeister der 250 Kubikzentimeter Klasse, Regenspezialist, anerkannter Regenspezialist, der sich von weit hinten, da er einen schlechten Start gehabt hat, nach vorne gearbeitet hat. Hier im Bild sehen wir die beiden besten deutschen Fahrer im Feld mit der Nummer 34, Manfred Fischer aus Hanau, der im Moment an 18. Stelle liegt. Und dahinter mit der 32 gleich Klaus Klein aus Stuttgart. Er ist 19. Jubel bei der Einfahrt ins Motodrom, denn Christian Sarro hat mächtig Dampf aufgemacht. Sie sehen hier Freddy Spencer und unmittelbar dahinter die Nummer 6. Christian Sarro mit der Yamaha, die privat vorbereitet wird. Und da greift er Freddy Spencer ihn an. Geht außen vorbei, nützt diese Gelegenheit, als Klaus Klein, der Stuttgarter, überrundet wird. Und Christian Sarro geht in Führung. Ist das die Möglichkeit, Manfred Herwe, das waren doch gut 400-500 Meter, die Sarro innerhalb von, na sagen wir mal, zwei Runden aufgeholt hat? Ja, wie schon gesagt, ich habe irgendwo geheimlich auf den Christian Sarro schon gesetzt, denn er ist ein absoluter Spezialist im Regen und ist jetzt laufend bessere Zeiten gefahren. Die schnellste ist jetzt, glaube ich, 2:20 gewesen. Das heißt, der fährt also pro Runde oder ist fast 2 Sekunden pro Runde schneller gefahren als der Freddy. Und ja, da ist das schon möglich. Haben Sie das Gefühl, dass vielleicht Spencer auch irgendein Problem mit der Maschine haben könnte? Oder dass er vielleicht Ermüdungserscheinungen zeigt durch das 250er Rennen? Glaube ich eigentlich weniger, denn man sieht ja deutlich, oder man hat deutlich gesehen, wie der Christian Sarro von ganz hinten schon das Feld aufgerollt hat. Und je mehr er jetzt also fährt, umso vertrauter wird er mit dem Gerät hier im Wasser und er fährt eigentlich ganz souverän. Und man kann es ruhig so sagen, und er schwimmt dem Freddy Spencer richtig gehend davon. Durch die Überrundung natürlich auch ein bisschen begünstigt, der schafft das einfach spielerisch leichter.
schafft es sogar, einigen Abstand zu Spencer zu gewinnen. Lawson, der Yamaha-Werksfahrer und Weltmeister, immer noch auf dem vierten Rang. Schwierigkeiten für Spencer. Er probiert eben immer hart, gerade aus dieser Schikane raus, wie immer das Problem, dass das Motorrad hinten beginnt wegzugehen. Auch das sehen wir noch einmal in der Zeitlupe. Aber man weiß es dann schon als schneller Fahrer hier an der Stelle, dass immer die Gefahr besteht. Das Motorrad versetzt es um einen halben Meter. Der Fahrer wird etwas aus dem Sattel gerissen. 1,2 Sekunden der Vorsprung von Christian Sarron. Er hat einfach Glück hier in Hockenheim, so sieht es aus. Wenn er hier startet, dann gibt es Regen und im Regen fährt er gut. Dass er auch im Trockenen gut fahren kann, hat er bei den letzten beiden Grand Prix bewiesen. Für Lamy konnte er immerhin Sechster werden. Und in Yarama hat er sogar einen dritten Platz belegt, was bestimmt eine absolute Fahrerstrecke ist. Und hier ein Sturz. Das war die Suzuki von Dave Peterson. Auf der Geraden gestürzt, wir werden das mit Sicherheit gleich noch einmal sehen. Er schüttelt den Kopf, ihm ist nichts passiert, ärgerlich natürlich. Wird von Haslam überholt. Winkelt die Maschine zu stark an, überbremst sich. Wo war der Fehler? Ja, wahrscheinlich hat er das Vorderrad überbremst, so sah es jedenfalls aus. Schön, dass nicht gleich ein Hindernis da kommt, sodass er auf dem Gesäß weiterrutschen kann und nichts passiert. Denn wir haben ja in den Lederkombis Protektoren eingearbeitet. Das sind so Plastikschilder. Ja, das ist ein... Christian Sarron hat in der Zwischenzeit über 5,5 Sekunden Vorsprung auf Freddy Spencer herausgefahren. Im letzten Jahr noch 250 Kubikzentimeter Weltmeister. Jetzt eine so starke Vorstellung in der Halbliterklasse. Wie groß ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden Motorradklassen, Manfred? Ja, von den Maschinen her ist es natürlich mal ein Mordsleistungsunterschied, der sich in der Gegend von 70, 80 PS bewegt. Auch hier Schwierigkeiten andauernd für Freddy Spencer. Ja, wie es ausschaut, auch Ron Haslam hat scheinbar die gleichen Schwierigkeiten auf der Geraden, hatten wir vorhin schon gesehen. Geht ihm das Hinterrad andauernd etwas weg. Das heißt, er hat wahrscheinlich nicht genügend Grip am Hinterrad. Ja, gerade sagen Sie dazu, Manfred Herwe, aber man muss schon sagen, dass dort eine leichte Schräglage zu fahren ist und dass auch bei diesen Witterungsbedingungen diese Bilder, die wir hier sehen, sich bei Geschwindigkeiten um und über 200 Stundenkilometer abspielen. Ist das ja nicht richtig? An der Stelle, an dem also wir diesen leichten Zug am Hinterrad gesehen haben, dürfte die Maschinen jenseits von 250 sogar fahren. Christian Sarron in der vorletzten Runde. Sachskurve. Der Vorsprung wächst auf über 10 Sekunden an. Das deutet darauf hin, dass also die Hondas von Spencer und vom dritten Haslam wirklich tatsächlich Schwierigkeiten haben. Vielleicht sind es die Reifen, vielleicht sind es das Fahrwerk. Sie tippen eher auf Reifen. Ja, aber der Christian fährt die gleichen Reifen wie auch der Freddy Spencer. Also könnte es auch an etwas anderem liegen, wahrscheinlich am Fahrwerk. Letzte Runde für Christian Sarron. Hier Freddy Spencer auf der Zielgeraden. Auch daran können Sie den Abstand sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass Ron Haslam nicht an ihm vorbeigehen darf. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass er ihn
noch erwischen kann in der einen Runde. Der Abstand ist einfach zu groß. Das ist zu viel. Ich gehe davon aus, dass, falls Spencer ein Problem am Motorrad hätte, Haslam auf alle Fälle hinter ihm bleibt, denn Spencer will Weltmeister werden, braucht alle Punkte, ist das verwöhnte Lieblingskind des Honda-Werksteams. Hier im Bild. Falls kein Druck von hinten ist, ist es auf jeden Fall so. Aber wenn dicht folgend andere Yamaha oder Suzuki-Motorräder wären, dürfte der Ron dann schon vorbeifahren. Dürfte der Haslam vorbei, aber Lawson ist immer noch auf dem vierten Rang, aber gut 20 Sekunden hinter Haslam zurück, also von daher gar kein Problem. Die Reihenfolge an der Spitze, Saron, Spencer, Haslam, dann Lawson. De Radiges ist wieder Fünfter geworden. Gardner ist weit nach vorn gekommen auf den sechsten Rang. McElney, Mamula auf den achten Rang zurückgefallen. Pons 9. und 10. Van Dulmen. Letzte Runde für Christian Saron. Den Franzosen, es kommen natürlich hier auch relativ viele Franzosen darüber zu diesem Rennen in Hockenheim. Wird stürmisch bejubelt im Motodrom, in das er jetzt einbiegt. Eine Riesenüberraschung, muss man eigentlich schon sagen. Selbst wenn man die Witterungsbedingungen einkalkuliert, auch dazu gerechnet, dass er einen schlechten Start hat. Trotzdem eine Überraschung. Es ist eine Überraschung, eine ganz fantastische Leistung, vor allem mal. Und ich glaube, in seiner Laufbahn bestimmt ein Erfolg auch für ihn selbst. Christian Saron also im Ziel, gewinnt den dritten Weltmeisterschaftslauf in der Halbliterklasse. Freddy Spencer probiert zaghaft ein Wheelie. Das gelingt natürlich nur dann ganz gut, wenn er auch gewonnen hat. Ron Haslam eiert, so muss man fast sagen, über die Ziellinie als Dritter. Vierter wird Lawson, Fünfter De Radiges, Sechster Wayne Gardner. Das ist Eddie Lawson, der Weltmeister des vergangenen Jahres. Man muss sagen, er hat auch hier wieder gepunktet. Aber der große Sieger, der Überraschungssieger, Christian Saron aus Frankreich, 30 Jahre aus Clermont-Ferrand. Hier die Maschinen nach dem sechsten Platz von Südafrika. In Spanien vor 14 Tagen war er sogar Dritter. Jetzt also der Sieg hier in Hockenheim. Das war die Halbliterklasse. Bitte Manfred, Sie wollten noch was sagen? Ja, der Freddy bleibt dadurch weiterhin in Führung. Aber der Saron ist jetzt auf Platz 2 aufgerückt und hat den Lawson also auf Platz 3 zurückgeschoben. Ich nehme an, dass wir die Weltmeisterschaftswertung auch noch gleich im Bild sehen werden. Große Zuschauermassen hier in Hockenheim. Guter Motorradsport, so war das heute. Das ist das Endergebnis der 500 Kubikzentimeter Klasse. Christian Saron siegt. Große Überraschung. Trotzdem, er als Regenspezialist gilt. Zweiter Spencer, dritter Haslam, vierter Lawson, De Radiges, der Belgier auf dem fünften Rang und sechster Wayne Gardner. Ich darf mich bei Manfred Herwe für seine Mitarbeit bedanken. Hier der Weltmeisterschaftsstand der 500 Kubikzentimeter Klasse. Spencer 39 Punkte in Front vor Lawson und Saron. Dankeschön Ihnen.